Jo Leute, herzlich willkommen zu X. Mehr muss man glaube ich nicht sagen. Wir gehen zusammen mit einer Mirana auf die Lane und werden dann natürlich unsere Lane total einfach gewinnen. Rage gegen Battlehunger, völlig egal. Crystal Maiden als Laning-Partner für den Lifestealer, was auf jeden Fall stärker ist als Mirana. Bis zu einem recht hohen Niveau zumindest. Egal. Denn wir sind X. Und ich sag mal, wenn wir wieder ordentlich Culling Blade Sticks bekommen, dann fühle ich auch das Heart of the Rusk. Wir werden natürlich erstmal so was machen wie Dagger Blade Mail, Face Boots. Und ehrlich gesagt, ich brauche hier wahrscheinlich eine BKB, weil wir gegen Tinker, Necrofrost und sowas stehen. Sonst würde ich zu Tode gekitet werden und die Reaper Size wird mir auch zu schaffen machen. Aber vielleicht erwische ich ja mal den Lifestealer. Berserker's Call geht durch Rage durch. Also allgemeines Ex ganz gut gegen BKB-Helden. Auch Culling Blade geht dadurch. Moonbracer, eventuell Magic Wand. Ja, Vanguard will ich haben. Ich glaube, es wird eher einfach nur Vanguard. Wenn der trifft, der trifft. Auf den ein bisschen doof. Ich glaube, die Main ist eh tot, oder? Ja, die Main ist tot. Langsam, aber sicher. Ich brauche noch einen Auto-Tick. Ist er nicht tot? No. Nice. Ich hätte sonst auch mit der Vision vom Arrow noch Battlehunger machen können. Aber da wir Fischer hatten, war es der Kill. 2-0. Nur eine Bounty dafür bekommen. Die Maiden hat sie noch schnell geholt. Hätte ich die Maiden angegriffen, hätten sie vielleicht die Bounty nicht bekommen, ne? Aber da wir den Lifestyle doch noch bekommen haben, denke ich, war es okay. Du Sau, Alter. Komm her. Komm her. Lass mich dir meine Sense. Ich wollte fast reinschieben sagen. Habe ich aber nicht. Zum Glück. Die Maiden hat keinen Bock mehr. Tiltet ihn vielleicht ein bisschen. Gib's ihm mal direkt mit. Ist halt so ein Mirana-Ding, ne? Der chillt da jetzt. Nicht so viel Impact auf der Lane gerade. Ich schaffe, die hier zu hangern, wäre schon nice für meine Mirana. Ja. Battlehunger ist wirklich gut. Oh, wie mies mit dem Counter-Helix. Scheiße. Nein, hätte ich nicht verlieren dürfen, den Creep. Hä? Und keine Aggro gezogen. Weiß ich auch nicht, wieso das nicht funktioniert hat. Voll seltsam gerade gewesen. Du fixst nix. Ist ja was, ich skill's mal wieder auf 2, weil es einfach Bock macht. Das war gut, guter Lieb. Den darf er nicht bekommen, den ersten. Den kriegt er. Schade, hat er gut gemacht. Und ich leider auch nicht so gut. Beides mit Rage gedodged. Rage ist schon sehr stark gegen uns. Wahrscheinlich sollte ich jetzt anfangen, Battlehunger gegen die Maiden zu verwenden. Ich denke, der Versuch war noch okay da. Och nee, ich bin Idiot. Ich habe nicht gewartet, bis sie den Range Creep holt. Ich wusste, dass sie das macht. Ein Gedankenfehler von mir tatsächlich, davor schon zu hangern. Ich muss schnell in den Ring, die Mirana war ganken. Steht schon 6-0. Ein guter Anfang auf jeden Fall. Auch auf den anderen Lanes. Jetzt ist der Tiny leider gestorben.
Wenn es auch rotiert. Jetzt wohl doch auf eins lassen sollen. Nein, im Endeffekt ist egal. Passt schon. Jetzt Berserkers Call zu haben, wäre auch nicht so viel besser. Ich sollte dich pullen. Dann aber hier einige potenzielle Lassets und die Nice aufgeben. Ah, und die Miranda ist auch da. Ich wollte, dass er den versucht zu holen, weil ich dachte mir, ist vielleicht ein Kill, aber mal gucken, er hat halt noch Rage. Fuck. Das habe ich auch schwach gespielt. Besser Quelling Blade verwenden sollen direkt. Zwing ihn immer schön zum Rage machen. Oh Mann, ich war jetzt lastet. Spin des Todes. Nur jetzt mal eine Mango. Und danach können wir den Kurier Secret Shop wieder schicken. Ist auch irgendwie sehr, sehr nostalgisch, den noch Secret Shop zu nennen. Ne? Das große Geheimnis, der Laden im Wald. Kennt fast keiner in Dota. Easy D-Word für die Miranda. Viel zu leicht. Ach. Sind die besten Last Hits seit langem, die ihr hier betrachten dürft. Da fair von ihr, dass ihr nicht die Arrows so schießt, dass sie dann aus Versehen zum Beispiel das Cutter hier holt oder so. So mache ich es ja immer mit Miranda. Spin noch 3, Call noch 1, vielleicht eher Call. Dann hätte ich da callen müssen? Ich dachte, dass sie überlebt, ehrlich gesagt. Mich verschätzt. Ja, also sie hat es auch selber schon. Ich glaube, sie hat es nicht hingekriegt mit dem Purify oder so. Komischer Tod auf jeden Fall. Vielleicht habe ich mich da auch verguckt, falsch eingeschätzt. Ich habe sehr wenig Mana. Vielleicht war Call doch ein bisschen zu ambitioniert. Ist halt geil, weil es durch Welch geht. Mit einem Orb, Corrosion, volles Mana. Also der Shaker. Oh. Ey, ah, da kann ich auch nichts machen. Jetzt stirbt er da wie so eine Fliege. Ja, ich hab Vanguard. Wahrscheinlich stirb ich nicht. Ich komme wieder hoch. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie das machen will. Bin mir auch nicht sicher, ob es das Richtige ist, ehrlich gesagt. Die Maiden hat da auch die Vision-Kontrolle. Unser Farm ist solide. Wir gehen jetzt einfach Dagger vor der Blade Man natürlich, weil ich ja schon Vanguard geholt habe. Will er aber, ne? Na, ist doch stark. Also, ich kann nicht mehr viel gegen ihn machen. Bin ja froh, dass mein Team ausrastet. Wir haben eine 6-0 Shaker. Das Ding ist, Shaker wird irgendwann den Streak verlieren. Also die Kills wären definitiv besser auf Draw oder sowas. Naja, beschweren tue ich mich nicht. Das
bisschen langweilig, ne? Mit so 1 gegen 1 gegen den Lifestealer, weil er kann mir nicht wirklich was. Doppelballerina, aber ich ihm auch nicht. Könnte noch Waves skippen vielleicht? Ja, vielleicht sollte ich mehr pushen. Gerade wenn die Mirana schon in der Nähe ist, können wir auf die Art pushen. Ich meine, er wird trotzdem alle bekommen und wir werden noch nicht viel Tower-Schaden machen, aber. Besser so als nicht so. Eigentlich könnte man die auch noch zum kleinen Camp hier ziehen. Juhu, 100 Leben. Also hier durchs Neutral. So eine Sache, ich muss jetzt halt Dagger farmen, bevor ich aktiv auf der Map werde. Sonst macht X wirklich wenig. Ich könnte... Ja, ich kaufe mal die Boots. Also, die hätte ich auch schon früher kaufen können, natürlich. Kurz noch drüber nachgedacht, ob ich Face-Boots kaufe. Oder direkt Dagger-Washup vor Boots. Bisschen ungewöhnlich, aber finde ich, kann auch manchmal gut funktionieren. Aber ich kaufe die jetzt. Ich hätte sie schon kaufen sollen davor. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe sie eigentlich nicht wirklich gebraucht. Vielleicht hätte ich die Mirana retten können einmal. Aber ich glaube, ich kann nicht aktiv werden ohne Boots, nur mit Dagger. Dann renne ich, dann schleiche ich da an und dann komme ich zu spät, dann ärgere ich mich. Bereut man meist. Aber Face kaufe ich nicht mehr. So, jetzt sitzen wir hier rum. Der hat Pre-Farm, ich habe Pre-Farm. Der hat... Was hat er denn, der Shaker? Der muss doch mehr haben. Als das wahrscheinlich nicht. Ne? Ist halt Hard Support, hat nur super viele Kills. Ach, das haben wir geblockt. Scheiße. Ich könnte die nächste Wave auch irgendwie mitnehmen. Hier zu dem Camp oder so. Vielleicht werde ich auch gleich gegankt. Bin mal gespannt, was so passiert. Und TP kaufen. Shaker ist auf jeden Fall gestorben. Wir haben den Streak verloren. Wenn ich das nicht farm, farm ist der Lifestealer. Verdammt, da war gerade so ein Ding. Ich würde auch gerne Cunning Blade 6 haben. Warum ist mein Dagger so spät? Was habe ich gemacht? Das ist nur das Vanguard. Spannendes Match für beide. Oh Gott. Hey, das ist unfair. Ja, das ist unfair. Na, Dagger. Es gilt nicht, Leute. In der Zeit hat mein Team unten alles zerrissen. Ich habe auch erwartet, dass der Tinker unten ist. Also, komisch, dass er oben ist. Wahrscheinlich hat er die Möglichkeit, mich zu töten gesehen. Und das war ja auch die richtige Entscheidung. Nur gedacht, ach, die Gegner sind unten. Wir haben trotzdem gleich Dagger. Mein Farm stimmt natürlich halbwegs. Also, wir haben ja viel, viel Space auch gehabt. Ich sollte nicht zu ungeduldig werden. Wir bleiben Toplane, holen uns erstmal das Dagger. Und dann haben wir Spaß. Damit ein bisschen über Age läuft, machen wir das so. Also ich kann ihm hier nicht gefährlich werden, aber. Schade, ich komme nicht ran. Rot blöde ist, hier killen die mich gleich wieder, ich sag's dir. Ah, die killen mich da. Sehr lucky mit der Vision, super. Hier kann ich die Wave, denke ich, holen. Wenn der Tinker da kommt und die Main mich gankt, sterbe ich vielleicht. Und ich hätte jetzt echt keinen Bock gehabt, nochmal zu sterben. So. Aber so eine Sache, ne? Eigentlich sollte ich jetzt Space für meine Draw machen, aber die kommt ja auch, klar. Die braucht mich nicht. Gut, dass ich meine Tangos nicht mit den Branches benutzt habe. Hätte ich eigentlich machen sollen. In der Landing Stage. Wir gehen Blade Mail. Ich will Culling Blade Stacks, aber.
Kleiner. Nichts, was nicht noch funktionieren kann später. Gab ja allgemein schon recht viele Kills von unserem Team. Boah! Scheiße, wie viel Schaden ist das, ey? Lucent Beam, Laser und Rocket. Aber wir haben den Toss irgendwie Highground hinbekommen. Sollte das also sein. Ich habe meinen Culling Blade Stack. Und es war auch eigentlich ganz geil gespielt von Nemiran und mir, fand ich. Schöner Proc. Ist dann sehr, sehr viel Magic Damage. Tinker ist super anstrengend. Das wusste ich aber eh, was auf mich zukommt, wenn man Ex gegen Tinker spielt. Er hat natürlich nach mir gepickt, aber trotzdem. Wir könnten auch Hood gehen. Aber ich glaube, ich gehe eher Blade Mail. Macht mir auch, gibt mir auch mehr Killgefahr, mehr eigene. Der erste Stack. Auf die Creeps gewartet, damit ich mehr spinne. Oh, wie knapp. Ich glaube, ich habe mich vertimed. Der konnte nicht schneller. Oh, ich habe ganz knapp mistimed. Ich hätte eine Millisekunde länger warten sollen. Tiny macht sehr viel Schaden, gerade nach Rage. Also wenn der Lifestyle nicht in Rage ist, ne? Avalanche, Toss, der Tiny ist Level 12. Mit Dagger. Ist etwas stompy bisher. Mal gucken. Ich sehe ja die Gegner hier durchaus zurückkommen, leider. Vor allem wegen dem Tinker. Unglaublich starken Highground. Der Lifestyle hat durchaus Farm bekommen dann später im Spiel. Also in der späteren Landing Stage. Und Necro Luna. Auch nicht schwach. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Halt. Call hoch? Ja, Call hoch. To the enemy. Your bottom tower is under attack. Ah, das ist zu früh. Wir müssen auf die Wave warten müssen. Die nächste. Jetzt wäre gut gewesen. Ich will ihn nicht töten oder so, ich will aber die Wave halt. Wie geht es, das eklig. Aber ganz so leicht machen wir es ihnen nicht. Er ist da runtergegangen, der Tinker, und wurde gearrowed und gegastet, der ist tot. Oh, warte mal, die hat gefailed. Hätte sie da einfach angegriffen, wäre er gestorben. Multishot in Creeps reingehauen. Ah! Den hätte ich schon gern tot gesehen. Jetzt wollen sie oben holen. Was auch. Ja. Ah. Whisker hätte funktionieren können, denke ich. Es wird nichts. Aber kriegt einen Schock. Und ich krieg ganz viel Creeps. Vielleicht kommt der Tinker und legt mich um. Ja. Nicht so anstrengend. Ah, ich bin tot. Immerhin nicht durch Reaper Size. Ah, ich wusste es auch. Ich wusste es auch. Die sind oft an Orten, wo ich denke, ah, jetzt sind sie oben, helfen da aus oder so. Na, die hatten ja noch ihren Tier 1. Und dann sind sie da alle da. Aber ist auch greedy gewesen. Was Feines, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist okay. Ich bin nicht so viel wert. Ich bin bei weitem nicht der mit den Kills hier in dem Spiel. Und anstrengend für die so zu reagieren, wenn meine Cores snowballen. Also ich weiß nicht, ob es so schlecht ist. Natürlich nicht super. Hier könnte man vielleicht was machen, wenn ich gleich TP. Da wäre noch ein Necrofono. Warum habe ich das gesagt? Wegen Arrow habe ich das so gemacht. Da habe ich keinen Mana mehr.
Das wäre ein schöner Culling Blade Stack gewesen. Da hätte ich mich drüber gefreut. Und da war auch eine Mango, die ich auch überhaupt nicht vergessen habe oder sowas. Ich habe sie komplett vergessen. Plus 8 Rüstungen, besonderer Bewegungstempo, Perk hier. Ne, wir skillen erstmal unsere Actives. Checken wir gleich mal die Neutrals, was es da so gibt. Nichts allzu Spannendes. Oh, tolles Dagger, Henry. Natürlich haben sich wieder alle die Creme de la Creme genommen, ne? Selbst Hamlas ist besser auf mir, als was ich hab. Can you take that draw? Yes. Schön, die Dragon Scale geklaut. Ah. So, ab in die Mitte. Wir haben unsere Blade Mail. Großes Spaßpotenzial. Naja, ist Tiny tot. Also langsam kriegen wir Stacks zusammen. 4 jetzt schon. Rüstung ist nicht schlecht gegen die. Aber mit Tinker und so haben sie natürlich auch noch viel anderes Zeug. Ich warte mal hier. Wegen dem Nekro. Sowas von tot, aber sie stirbt davor. Ja, vielleicht doch nicht. Oh! Nein! Nein! Hätte ich da gern können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Och Mann, ey. Hatte schon Hoffnung. Luna für mich. Ich nehme den Trade, aber schade. Ist auch tot. Das Feine wieder da. Findet leider nicht den Tinker. Der hat gut gedaggert. Fission 3. Also Nico, den sehe ich tot. Ja, der auch schad, also. Wir müssen darauf achten, dass die Draw nicht stirbt, glaube ich. Geht Travels. Hm, geh ich Travels? Macht einen Schad. Ah, dieses Aufzug der Schwächung. Reduziert Angriffsschaden. Wollen wir probieren? Probieren wir mal. Ah, ich glaube, ich gehe Travels als erstes. Ah, die Miranda ist so toll, ey. Da kommt sie auch direkt. Kann ich mich so machen, kommt der Arrow. Nice. Wenn die Miranda da nicht TP't, ist das nie ein Kill. So gut. Und da ich weiß, dass sie gut ist, weiß ich auch, dass sie sofort arrowt. Mit Shift. Das ist der 5. Stack. Wir kriegen noch so viel Rüstung, wie es aussieht. Aber dieses Battle-Hunger-Ding, Schad macht kein Battle-Hunger, das ist was Agar. Nee, ist nur ein Schwächungseffekt. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal die Rüstung. Mal probieren. Ich denke, das andere ist eher ein bisschen besser. Und ich werde auch noch irgendwie Magic Immunity holen. Ich glaube, ich gehe noch eine Pipe in dem Spiel. Da wird gekämpft. Wäre natürlich geil, wenn ich irgendwann den Tinker mal erwische. Oh, oder so. Alter, konnte nicht anklicken. Call war geil. Call war geil. Culling Blade weniger. Schaden durch Counter-Helix verlangsamer ich mehr. Mittelhanger. Nein, Schaden. Ich nehme immer die nicht im Polen. Jetzt kaufen wir uns eine Hood. Schon mal die Cloak nehmen. Oh, da ist der Tinker. Der ist ein schwieriger Catch für mich. Coming. Boah, war der nice. Ich hab ihn wirklich gefailt. Das war my bad. Oh. Ah, es muss sehr knapp gewesen sein. My bad. Ah, das war so dumm, ey. Aber es war auch, es war natürlich ultra unlucky. Das mit dem Blink-Rearm wäre nicht passiert, hätte ich den Call getroffen. Ich war einfach zu greedy. Ich wusste, der Arrow läuft fast aus. Ah, schwach. TP'en wir gleich Base. Getriggert. Der Shaker. Das hat mich auch getriggert. Ich bin sehr unzufrieden mit mir. Denke, darüber werde ich noch tagelang nachdenken. Das
wird wohl auch das letzte Mal sein, dass ihr reinschaut, ne? Tja. Habe ich verdient, was soll ich sagen? Fehler in Dota. Sowas geht nicht. Also, wir holen uns eine Pipe. Oder hole ich mir die Eternal Shroud sogar? Pipe gibt 30% Magieresistenz und die Aura mit 15. Ich glaube, es geht zusammen, also 45. Ne? Ich glaube, es ist besser als das Schild. Ich weiß aber nicht genau, ob es zusammengeht. Irgendwas war da mit der Pipe. Egal, wir gehen einfach Pipe. Pipe ist auch zurzeit wieder relativ spielbar, soweit ich weiß. Jetzt gerade langweilig, ne? Wenn wir den Tinker nicht bekommen, jetzt chillen wir hier rum. Meine Arrow war so geil, ne? Dann musste sie mit ansehen, wie wir es alle verkacken. Ich wäre gern hingegangen, aber ich habe mich vom Ogre stunnen lassen. Eine der dümmsten Änderungen, dass diese Dinger jetzt stunnen können. Wenn man ihnen nicht ausweicht. Cut and run! Ich hoffe, dass der Shaker angegriffen wird gerade. Ich hoffe aber nicht, dass es passiert. Nee, komm, Bro. Du brauchst da eh 3 Jahre. Ach, nee. Axe goes. Axe charges. Wäre ich da super schnell gewesen, hätte ich den. Tinker bekommen? Ich glaub nicht. Ach so, jetzt fliegt der Bär, ist egal. Okay, bringen wir die Pipe komplett. Muss da jetzt hin. Vielleicht gut, treffe ich noch was Nices. Vielleicht den Tinker. No, passt. Na, zu wenig. Nur ein Cutting Blade gesessen, leider. Call war immer noch gut, aber es wäre fast der Dreier-Call gewesen. Tinker wehrt sich mit Könnten und Glück gegen die Niederlage. Ganz schön teuer, Pipe. Schweine, ja. Ich habe gerade legit vergessen, dass ich Travels habe, Leute. Also schon so 5 Minuten lang, meine ich. Wahrscheinlich besser in die Mitte kommen können. Obwohl, die Route war schon solide, so zu laufen mit der Mirana-Ulti vor allem. Ich bräuchte eigentlich noch eine Clarity. Und zum Nethershawl. Titan Sliver, ach komm, ey, ich gönn mir den jetzt. Sieht schon keiner, dass ich den geklaut habe. So, haben wir die Pipe und ja, jetzt gibt's das Hard. Das Henrische Ex-Bild. Wir sind kurz von der BKB. Hat ja noch überlegt, ob ich Shard kaufe, ne? Ich fand schon bisher die Calls, da hätte Shard gut funktioniert. Ja gut, dann nehme ich halt Augas hier, wo ich das Active immer vergesse. Da gehen wir natürlich hin. Könnte geil werden. Vielleicht nicht den Tinker. Sieht aber nicht so aus. I cannot Culling Blade him. Diese scheiß Tosse. Macht er mit Absicht. Macht er mit Absicht. Ja, wir können Rosh gehen. Zeig mich hier jetzt. Kam die Wave. Bin eh nicht so gut an Rosh. Und, so sind die Gegner vielleicht auch kurz abgelenkt. Ich meine, können jetzt sowieso nicht contesten. Der Call war einfach gut, jetzt Rosh zu machen. Tinker hat Shivas. Tinker ist Shivas. Merkt man, dass er den letzten Camp überlebt hat. Da sollte ich nicht lang. Ich gehe runter. To battle.
Haben wir noch eine Clarity? Wir werden dann sowieso den Kurier an den Secret Shop stellen. Ich bin dann. Oh, nö. Na, ich hab da gar nicht rausbekommen. Es war knapp, aber ich hab's nicht rausbekommen. Das ist echt stark, Mann. Infest mit Tinkers, Somovil. Wie war's? Oh, hätte ich da nur gedeckert, das wäre so geil gewesen. Ich glaube, ich wäre trotzdem gestorben. Aber dann wäre der Lifestealer nicht gut rangekommen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man in Ogre nicht der gar nicht das Gefühl, ich könnte, hätte einmal kurz, hab da auch gedrückt. Kann aber auch einfach knapp noch auf CD gewesen sein, als ich berührt habe. Mies, mies, mies. Ich darf echt keine Solo-Lanes mit Travis gegen mich pushen. So krass. Oh oh. Guter Volley, aber. Oh! Er hat immerhin die Luna, das ist schon mal sau nice. Kein Aegis. Aegis hat unsere Draw. Ah, ein Festbomb mit Tinker. Sollte ich einfach Sliver nehmen, wenn es nicht genommen wird? Oder das da, Magieresistenz, auch sehr, sehr gut. Ich habe ja sowieso Rüstung und gehe jetzt noch hart, ne? Na, machen wir so. Nehmen wir Cloak. Magieresistenz. Statusresistenz ist auch gut, aber ich mach's jetzt so. Zeit, unten nochmal zu sterben. Wenn ich da sehr schnell bin, komme ich da mit Dagger raus? Ich glaube nicht, wenn die mich richtig jumpen. Ich glaube nicht, dass ich so schnell sein kann. Es ist die Mirana in der Nähe. Die bräuchte doch eigentlich noch das, dann wäre Mirana Ulti. Die ist jetzt eh gerade oben. In 10 Sekunden, knapp 10, guten 10 Sekunden könnte ich wieder hochgehen. Knapp überlebt, die Mirana Ulti war glaube ich ziemlich nice. Ah, ich kaufe ihn selber. Rest is for the dead. Er hat eine Bottle. Oh. Ich hatte gehofft, ey, vielleicht eine Avalanche oder so. Warum nimmt der die denn, ey? Hab ich die extra dem Tiny gelassen? Für so einen doofen Echo-Sle? Hier will ich gerade gejumpt werden. Ah, das machen sie natürlich nicht, die Gegner. Da wäre ein Lifestealer, das ist ziemlich tief. Hype zahlt sich aus. Warum muss ich eigentlich jemand sein, der gegen Tinker spielt? Ist komplett korrekt hier zu pushen. Ich hatte nur einfach gar nichts mehr. Deshalb bin ich jetzt mal kurz zurück. Die Travels bin ich auch recht mobil. Scheiße. Das ist auch echt immer so eine Sekunde vor dem Dagger, Mann. Ich habe keinen Mana für Pipe. Boah, das ist so dämlich, ey. Also klar, man kann da sterben gegen Tinker, aber eigentlich eben nicht, ne? Eigentlich überlebe ich lang, dann mache ich Blade Man statt Pipe, was dumm ist. Theoretisch mache ich Pipe an, hier kommt ein TP, wir killen den Tinker, oder die springen ihn zumindest an. Ich Nase, drücke den falschen Knopf, es kommt auch keiner, was mich ziemlich gewundert hat in der Situation. Schaden, Bonusrüstung, Bonusrüstung, ich habe schon recht viel Rüstung. Schaden, ah, wir nehmen trotzdem die Bonusrüstung. Ich will ja auch tanken. Er macht mir echt nicht so viel Damage. Es geht. Aber er hat da so viel Zeit. Es ist auch ein super Held gegen Axe. Also solange ich keine WKW kaufe, wogegen ich mich ja weigere, sondern eigentlich machen muss dagegen. Er hat keinen Hex, das ist der einzige Grund, warum ich damit noch durchkomme. Aber wenn ich hart habe, geht vielleicht sogar noch mehr. Ja, es ist nicht so krass. Ich hätte einfach Pipe machen müssen. Shot Blade Mail. Wäre nicht rausgekommen, aber dann hätte ich noch länger überlebt. Vielleicht hätten wir ihn dann noch erwischt. Oh, das könnte gut werden. Enemy
Egal, Schaden reicht. Hauptsache er ist tot. Okay, wir haben fast hart. Wenn ich runtergehe, killt er mich. Nicht runter. Your bottom tower is under attack. Into war, team. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower. Muss reichen. Was macht denn hier, ey? Alter. Wenn der hat die Idee. The enemy's middle barracks has fallen. Auf, Junge. Ja, war gut gemacht mit der BKW. Es war eine 9er, oder? Ja, deshalb. Das schon hört gar nicht mehr auf. Hm. Lass mal die Draw da mal farmen. Ich will eigentlich nicht BKB gehen, aber ich glaube, ich kann mich sonst einfach nicht bewegen. Oh, oh, my bad. Nein! Nein, ich werde dafür nur verreckt am Ende. Ich meine, ich glaube, ich hätte ihn gerettet. Ich wäre gestorben, er hätte überlebt. Das wäre auch gut gewesen. Ich damit gerechnet, dass er so weit chased. Aber... Hä? Wo ich stand? Hä? Getan, ne? Bin Tanky Boy. Bin Tanky Boy. Kann ihn noch aufhalten. Der Call und... Ich sag euch, hart ist einfach lächerlich auf X, wenn du viele Culling Blade Sticks hast. Way too easy. Mein Team brauchte Säbel für den, aber die Fidder blockt mich. Och. Ärgerlich. Hatte eh nicht genug Mana, ne? Ich hatte davor geguckt, glaube ich, hatte 100. 150 hätte ich gebraucht für Ulti. Call war furchtbar gegen den Livestream. Ich dachte, ich stehe woanders. Ich hatte mich irgendwie vertan. Aber war auch dann egal. War dann alles egal. Einfach zu tanky. Nehmen wir lieber so ein bisschen Match hier. Hallo, hallo. Will keiner? Keiner Lust? Disabled mich ruhig. Das ist mir völlig irre. Egal. Solange der Tinker nicht lebt, ist das alles egal. Ich mir gar nichts. Die melden jetzt gut hier. Das war viel zu protokolliert, der Go. Also ich meine, ist eh schwerer für sie. Hätte so gern ein bisschen Mana. Ich hab jetzt hier gleich. Der Tinker ist gleich da. Och, der Arrow! Ich muss an den Rand für mein Dings, aber ich kann nicht. Na, sieht nicht gut aus, die TP'en. Zu Hilfe! Hilfe! Kaufen wir schon mal einen. Da Hex hat, werde ich nicht mal mehr Blätter rausbekommen. Doch! Bleib mal. Oh. Mann, ey, jetzt haben die das verteidigt. Ich dachte, wir gewinnen das, als die da zu zweit reingesprungen sind. Ich hasse es, dieser verdammte Tinker. Oh. Svengard könnte man auch eine Büssel machen, um den Tinker noch besser jagen zu können.
Shivas oder so wäre auch geil, weil ich dann mehr Mana hätte. Was macht Aghanims? Battlehunger bei Berserker Scrolls ganz gut. Battlehunger reduziert nun auch die Rüstung des Ziels. Ist eigentlich auch ganz nett. Aber, nee. Ich kaufe einfach BKB. Ich hätte wohl auch nicht mal mehr einkaufen dürfen, ne? Vielleicht hätte ich Buyback gebraucht. Also, ich meine, Spiele, die bannen jetzt nicht. Wir haben zu viele Respawns. Und zu guten Fortify. Aber wäre natürlich gut gewesen, mit Axe Buyback zu haben. War im Kopf nicht in der Situation, dass das passieren kann. Ey, da hat er uns alle getötet. Darrow war gut, da wurde ich dann zu greedy. Hätte wahrscheinlich wegkommen können, hätte ich nicht noch darauf spekuliert, den Tinker zu töten. Wäre ich an den Rang gekommen mit Cloak. Wer weiß. Ich meine, er hat ihn, aber der Tinker hat BKB. Ah, man ist geleckert. Immerhin keine BKB. 10 Sekunden für den Respawn. Luna wurde vom Arrow getroffen, aber kommt trotzdem weg tatsächlich. Kappe, das ist Statusresistenz. Das ist ganz gut für mich. Ich glaube, Cloak ist auch gut, eben wegen dem Dagger, aber wenn der Tinker schnell ist mit Rearm, kann es auch gut sein, dass er es trotzdem schafft. Hier sollte ich nicht rein. Tinker wäre ein gutes Ziel. Luna ist ein gutes Ziel. Fuck. Mist. Nicht mal die. Ich meine, wer mich da jumpt, ne? Ich hab volle Leben, kann er nicht. Dann kommt Hilfe. Und dann töten wir den. If he comes, you can TP, right? I'm tanky. Weil der weiß er das halt auch, ne? Die Sau ist oben hin. Die Draw. Schöner Slam. Der war super wichtig. E-Blade, BKB. Was ein Endboss. Voll gelackt haben wir da. Kannst du. Habt ihr nicht gesehen? War alles Skill. War reiner Skill. Bis ich die BKB habe, sollte ich Buyback behalten. Travels Have a Camera. Ja. Schadenstärke. Dieser Active. Ich meine, 12 Stärke. Ich glaube, ich behalte die Kappe. Der Active, naja, der schiebt die Leute weg von mir. Ob ich das will. Enemies need killing. Your bottom tower is under attack. Cut and run. Forward. Your bottom tower is under attack. Ich wollte da jetzt nicht runter. Wenn wir den Tower verlieren, weil die pushen top halt, ne? Alles, was wir wollen mit Aegis. Und Tinker ist tot. Ich denke, das Spiel ist jetzt auch vorbei. Er hat kein Buyback. Jetzt aber mal. Bonk. Okay, Buyback. Nur sehr lange damit gewartet. Ich behalte Buyback mit Travis. Noch ein Buyback. Reicht. Ich glaube, den haben wir sehr gut gespielt. I'm out. Genau, wir sollten dahin. Gut, dann können wir die jetzt holen. Mir wird das nicht normal passieren mit dem Tinker. Es ist mir schon zu oft passiert. Ich achte einfach darauf, dass ich genug Leben habe. Wenn er mich hier jumpt, wird das nichts. Oh, die kämpfen oben.
Eigentlich ungewöhnlich, da zu bleiben. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. In der Situation. Rüstungsmultiplikator, Wirkungsbereich. Nehmen wir den Wirkungsbereich. Jetzt haben wir da echt zwei Leute verloren. Jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt Shaker? Naja, so halb geht's in der Nähe. KB. Hm. Ich will ja nicht kämpfen. Ey, der hat mich gebasht. Ja, ich bin tot. Außer er basht mit ne, ich hatte eh keine WKW mehr. Ach man, ey. Ich hab einen Fehler auch gemacht. Aber warum gehe ich auch rein? Ich wusste, ich will nicht kämpfen. Ich lass mich doch wieder baiten. Immer lasse ich mich baiten von sowas. So dumm. Also der Fehler war, ich hätte BKB machen müssen, bevor er blinkt. Das ist schwer zu predikten, ne? Weil dann hast du Dagger. Wenn ich BKB drücke, bevor er blinkt, der, und das antizipiere, dann, ja, ich hätte da nicht rein dürfen. Ich hätte ihn sterben lassen sollen, auch wenn er sich freut. Wenn ich es antizipiere, dann mache ich BKB und Dagger rein, dann habe ich ihn. Dann habe ich zumindest den Tinker. Mal gucken, ob es reicht für den Kill. Wäre auch da schwer geworden. Team ist natürlich dahinter von dem. Aber gut. Einfach nicht reingehen, den blöden Shaker sterben lassen. Er liebt mich jetzt dafür, aber es war es auf keinen Fall wert. Ich bin wertvoller. Oh Gott. Der ist gut. Das ist. Hätte ich das früher gesehen. Ich darf nicht so viel plappern. Hätte ich ihn warnen können. Immerhin hat die Draw oben einen guten Kill gemacht gegen die Aghanims Luna. Hm. Ich glaube, ich sollte die Blade Mail als nächstes loswerden und dafür Abyssal kaufen aus dem Vanguard. Ich glaube, Abyssal ist ziemlich gut hier. Vor allem gegen den Tinker. Zwei Lanes haben wir. Noch nicht vorbei. Es ist einfach krass, dass sie den Swarm so gut verteidigt haben dann noch. Und wir, ja, machen fleißig weiter. Ich habe viel Rüstung, viele Leben. Ich halte viel aus. Aber sie haben so viel Magic Damage. Vielleicht sollte ich doch wieder die Cloak nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist besser als die Kappe. Einfach nochmal diese... Diese 10% mehr Magic Immunity, Resistance. Ich irgendwie noch ein Talent? Nee. Also ich könnte auch Shard kaufen noch. Aber ich habe halt, ja, 1000 bis Buyback. Buyback ist wertvoller. Oh, wie bitter, dass ich auf den Outpost muss. Ich wäre lieber auf die Lane gegangen. Ich hätte lieber auf die Lane gehen sollen. Dachte mir, da wäre noch ein Creep vielleicht. Wäre natürlich der Kill. Ging ihn nicht. Vision verloren. Aber knapp, ja. Naja. Ich versuche die Creeps zu bekommen wegen Buyback. Ich will Vanguard gerade auch nicht verkaufen. Blade Mail ist besser als Vanguard, aber danach ist es ein bisschen besser als Blade Mail. Und ich brauche auch Blade Mail nicht mehr wirklich. Ein bisschen. Es kann, situativ kann es noch sehr gut sein. Wir haben kein Aegis oder so. Oh, mein Gott. Tinker ist tot, die haben es geschafft. Die Teufelskerle. Komm her, beende es. Oh, ich liebe mein Team. No Männer. Mann, was mitnehmen sollen. Mir fehlt wirklich eine Shivas oder so. Na gut. Hätte man auch früher beenden können, ehrlich gesagt. War ein bisschen auf Autopilot auf die Rex geschlagen. Es ist sehr spät, ich habe halt viel gespielt. Es war eine spannende, coole Runde auf jeden Fall. Mhm. Dies.
die kurzzeitig echt anstrengend gemacht wurde, weil die Gegner geil verteidigt haben. Im letzten Kampf haben wir ziemlich gut gemacht, fand ich. Calls waren gut. Selbst der Initiate gegen den Necro, obwohl der nicht geklappt hat, ne, glaube ich, war der fein. Und danach dann sowieso. Gutes Team gehabt. Auf jeden Fall. Der war nervig. Der war Divine 4. Hat ziemlich gut gespielt, der Tinker. Bannt er den Helden? Ah, hat er auf jeden Fall neu. Ich hatte eine Rampage mit ihm gemacht. Er hat auch nur 400 Spiele, ist Level 35. Also ist ein Smurf. Okay, irgendein Smurfy. Ich glaube, das hat nicht so funktioniert, ihre Magic Luna. 45.000 Schaden haben wir zugefügt. 116.000 haben wir genommen. Also Exalt. Wir haben fast so viel Damage gemacht wie die Drow, Leute. Das ist AOE-Schaden, also das kann man nicht so richtig vergleichen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Schaden gemacht habe. Auch der Tiny mit Daedalus Tree Volley hat... Hä? Wo kommt denn mein Schaden her? Wo stand das nochmal? Der Großteil Blade Mail. Na, gegen Tinker und so vielleicht, ne? Also Blade Mail ist ja auch gut hier. Hat man sogar im letzten Kampf nochmal gemerkt, dass die gut war. Aber ich fand sie schon austauschbar dann trotzdem am Ende des Spiels. Mit der Blade Mail haben wir viel gemacht. Mit Helix haben wir viel gemacht. Aber ansonsten einfach so eine Mischung, ne? Ich gedacht, dass ich weniger habe. Spielervermögen. Ich hatte einen guten Start. Eine freie Lane mehr oder weniger. Dann im... Ja, zwischen 10 und 20 Minuten hatte ich ein paar Probleme reinzufinden. Stagger kam auch später, als ich wollte. Und dann hier ging es wieder, ne? Fand ich so zumindest vom Gefühl. Und da sieht man auch, der Tinker hatte halt auch wirklich viele Items, was es sehr anstrengend gemacht hat. Hat man richtig gemerkt. Und der Lifestealer hatte auch kein so schlechtes Spiel. Also lange Zeit recht viel gefarmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War cool. War ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.